Hallo und herzlich willkommen zu Anycent Cities, einem angespielt zu einem City Builder im antiken, ja, nix, im antiken nix, da gab's nichts, ja. Also, das ist zu einer Zeit, ich weiß nicht, ob ihr Dawn of Man kennt, aber wenn, dann werdet ihr das Spiel lieben. Das ist zu einer Zeit, in der es auf der Welt noch nichts gab, außer ein paar Stämme von Menschen, die rumgereist sind und sich irgendwo niedergelassen haben, um eine Stadt zu gründen. Das ist im Prinzip der Sinn von Dawn of Man. Ja? Eine Zeit, wo es noch keine Zivilisation, so wie wir sie heute kennen, gab. Und die Karte ist diese hier. Ich vermute, wir werden noch an anderen Stellen siedeln können. Aktuell ist es, ich nenne sie mal, die europäische Urwaldebene und ein bisschen Schnee. Das ist so der Bereich, wo wir siedeln können. Und wir können hier auf der Karte, wenn ihr auf New Game geht, dann könnt ihr diesen Marker hier verschieben. Natürlich, ihr könntet es überall hinsetzen, aber das ist aktuell nicht aktiviert. Und ich würde mit euch gerne mal hier am Rhein siedeln. Das versuchen wir mal zu treffen. Dahin. So. Zoomen kann man hier auch noch nicht. Also da fehlt noch ein bisschen was. Aber ich denke, das kommt noch hinzu. Hier unten ein Feature, was wirklich hervorragend umgesetzt ist. Finde ich ganz, ganz toll. Ihr könnt die Karte verändern und die Zeit. Ihr habt zwischen 10.000 BC. Das ist ungefähr ja, 10.000 vor unserer Zeit. 1000 Anno Domini ist jetzt ungefähr Medieval Dynasty Zeitalter, da kommen wir aber noch nicht hin. Dann könnt ihr hier sagen, wir siedeln hier, aber wenn das komplett eingeschneit ist, hat natürlich entsprechende Nachteile. Die Leute frieren, ob sie sterben, weiß ich nicht. So weit bin ich noch nicht gekommen im Spiel, aber ich könnte es mir gut vorstellen. Und das sind jetzt minus 10 Grad und dann taut die Erde langsam auf. Und wenn ihr mal diese Region hier anguckt, die jetzt zum Beispiel hier eine Insel sind, die werden langsam verschwinden. Dann erklärt sich vielleicht auch, warum es hier in diesem Bereich tatsächlich Öl gibt, was ja aus toten Tieren entstanden ist irgendwann mal. Gut, das ist jetzt ein paar Millionen Jahre her, aber ihr seht, wie diese Inseln langsam verschwinden und entschuldigt bitte, jetzt hat mein Handy seinen Namen verstanden, ist ja grausig. Und wie es langsam verschwindet und ist wirklich ganz, ganz toll gemacht. Wirklich sehr hübsch. Zeitmäßig habe ich hier unten bis auf das Eis, was es hier dann gibt, jetzt nur festgestellt, dass es das Eis dann gibt. Aber ansonsten den Spieleinfluss an sich konnte ich jetzt noch nicht weiter feststellen. Okay, dann sind wir im Spiel und was sehen wir hier? Hier oben einmal 4510 BC, gregorianischer Kalender. Und ein Jahr im Spiel sind laut Entwickler 3, 4, 5, 6 Jahre in der Realität. Das kann man nicht so genau sagen. Ein Tag in-game soll aber ungefähr eine Woche sein. Das heißt, wenn ihr einen Tag in-game habt oder 52 Tage, dann habt ihr ein reales Jahr. Also kann man sich ungefähr vorstellen, wenn man wirklich 365 Tage spielt, dann kann man sich das ja ausrechnen, wie viele Jahre es in der Realität sind. Und ihr habt dann hier die Einteilung in die Monate, ihr habt die aktuelle Tageszeit, Spielgeschwindigkeit, die Temperatur, hier so ein Wechselbutton, der funktioniert noch nicht, erkläre ich euch gleich warum. Hier in der linken Seite, das zeige ich euch gleich, wenn wir im Game sind, das einzige, beziehungsweise in der Stadt sind, was jetzt wichtig ist, ist dieser Migrate-Button, Move to a New Location, das macht Sinn, denn wir haben eigentlich noch keine, also wir können hier mal ein bisschen rumreisen. Wir sehen jetzt hier, wo wir überall hin könnten, auf unserer Karte. Das ist im Prinzip dieses Rechteck, was wir ausgewählt haben. Aber wir wollen, ist das ein Gesicht? Ha, wie cool. Er hat ein Gesicht reinmodelliert, der Entwickler. Okay, wir wollen natürlich jetzt hier hin und wir werden uns, würde ich sagen, direkt hier am Rhein in der Tiefebene niederlassen. So, jetzt ist auf Play gesprungen und dann rennt er dahin. Und dann wird er dort eine Stadt gründen und dem Loading Screen, wenn der denn kommt, werden wir gleich mal überspringen. Der dauert nämlich ein bisschen länger. Und dann kann ich euch die linke Seite erklären. So, seht ihr es hier? Jetzt bückt er sich und jetzt sind wir am Loading Screen. Bis gleich. So, das hat jetzt auch bei meinem Rechner ungefähr so 2-3 Minuten gedauert. Also was das angeht, ist das Spiel noch ein bisschen langsam. Aber guckt euch diese tolle Grafik an. Ist das nicht hübsch? Es erinnert mich tatsächlich ein bisschen an Medieval Dynasty, nur dass ihr hier nicht einzelne Personen steuert. Und wie gesagt, wenn ihr Dawn of Man liebt, dann werdet ihr dieses Spiel auch lieben. Wir sehen jetzt hier eine Landschaft, die, wie gesagt, ich war vor,
Ich war vor 5000 Jahren jetzt nicht dabei. Aus Geschichten hört man sich, dass der Wald damals sehr dicht gewesen sein soll. Ich weiß nicht, ob das jetzt an dem Fluss liegt, dass es nicht ist. Keine Ahnung, das kann ich jetzt schlecht einschätzen. Ich hätte mir tatsächlich noch ein bisschen mehr Wald gewünscht, aber okay, gut. Hier hinten, wir gehen mal über die Landschaft. Die Landschaft ist wirklich herzallerliebst. Ihr seht hier so hinten so ein bisschen das Ganze verschwommen und die Sonne, die da hinten steht, wirklich, wirklich toll. Ihr seht hier den Fluss. Das Wasser fließt. Das sage ich euch extra, denn wenn es bei euch das nicht tun sollte, kann das noch ein Bug sein. Übrigens, das Spiel könnt ihr bei Steam kaufen. Und hier seht ihr auch verschiedene Sachen, die ihr abbauen könnt. Ihr hättet hier oben zum Beispiel Buttons, dass ihr sagen könnt, hey, pass auf, reiß das Zeug mal weg oder geh mal fischen und solche Sachen. Ich zeige euch aber gleich, wie man das besser macht. Und dann gehen wir mal zurück zu unseren Leuten. Als allererstes braucht man natürlich in dieser Zeit im Prinzip zwei Sachen, Baumaterialien und was zu essen. Und bevor wir das machen, erkläre ich euch erstmal hier dieses Fenster. Hier oben, das habe ich euch erklärt. Jetzt macht dieser Button hier, denke ich, auch noch Sinn. Ihr könnt hier zwischen wechseln. Ich denke, wir können auch irgendwann Leute bauen und neue Siedlungen gründen, Handel treiben und sowas. Es ist ja eine große Karte. Das weiß ich nicht, das könnte ich mir gut vorstellen. So ein bisschen im Kingdoms Reborn-Style. Das werden wir mal sehen, ob das noch kommt. Ansonsten können wir jetzt zum Beispiel eine Person nehmen. Wir sehen hier die ganzen Eigenschaften. Wir sehen hier den Storage. Percentage of Used Storage hat er nichts. Wir haben noch keinen Speicher. Wir sehen hier die Kultur auch. Und Living in a Group in Tribes. Also das ist im Prinzip ein Stamm. Das sehen wir. Und der ist Teil von Loya. Jetzt gehen wir zurück auf unsere Stadt. Und dann erkläre ich euch mal die ganzen Sachen. Zum einen gibt es hier jetzt die Members, das kennen wir schon. Das sind die, das kennen wir aus vielen Spielen, die haben jetzt ein Charisma, Fitness, Intelligenz und so weiter und so fort. Hier sind Frauen dabei, hier sind Männer dabei. Kinder sehe ich jetzt hier nicht. Die Gesichter sind zum Teil noch ein bisschen die gleichen. Gut, es könnte vielleicht auch alles Inzest sein, das muss ich nicht am Entwickler liegen. Aber okay. Dann gibt es hier den Storage, das heißt, die haben hier so rohe Haut und so ein bisschen Fisch dabei. Die haben sie sich noch irgendwo gefangen und jetzt erwarten sie von uns, dass wir ihnen was machen. Wir können jetzt hier Tasks machen, zum Beispiel Crafting Tasks, aber das erzähle ich euch ein anderes Mal. Wir könnten jetzt hier zum Beispiel sagen, hey, pass auf, hol dir ein paar Steine oder, keine Ahnung, Fine Sticks oder mach Fine Roar. Das sind Sachen, die kommen aber später. Wir müssen ja erstmal grundsätzlich überhaupt mal ein paar Stöcker und ein paar Steine haben. Denn Fine Rawstone könnte man vielleicht später mal gebrauchen. Wie man das macht? Wir brauchen als allererstes natürlich mal ein Storage Space. Wir haben hier weiter die Groups, Workgroups, kommen wir gleich zu. Dann haben wir die Buildings. Über den Plus-Button seht ihr die ganzen Gebäude, die ihr hier bauen könnt. Und ja, dann im Prinzip nehmen, platzieren. Ich lasse das jetzt mal. Wir müssen nämlich vorher noch was anderes machen. Und dann können wir das bauen. Wir sehen ein paar Eigenschaften. Rest und Sleep wird dann dort verbessert. Und the place to meet and cook, sleep, get warm and tell stories. Dann gibt es hier Defense, zum Beispiel eine Steinwall, Palisade und was wir nicht alles bauen können. Ein paar Buildings, was das immer sein soll. Das ist einfach ein Tempel aktuell. Und ein bisschen Dekoration, was ich persönlich bin ja ein großer Freund von Dekoration, muss ich sagen. Als allererstes sollten wir anfangen, Storage zu bauen. Und das ist ein sehr cooles Konzept. Ihr baut hier nicht einfach ein Storage und sagt, geh dahin, sammeln, alles was du findest, reinpacken. Das ist hier ein bisschen anders gelöst. Wenn ihr jetzt einen Storage macht, habt ihr hier unten die Möglichkeit, verschiedene Sachen zu machen. Ihr könnt das jetzt malen. Ich gehe jetzt mal auf rechteckig, weil ich das etwas hübscher finde und werde jetzt mal hier, wie zoome ein bisschen raus und ich würde tatsächlich sagen, hier in der Mitte versuchen wir mal unsere Stadt zu machen und ich habe keine Ahnung, wo ist denn Richtung Fluss, dann gehen wir mal hier hin und werden mal hier in diesem Bereich unseren Storage planen. Dann machen wir als erstes mal drei Bereiche. Das könnte sich nämlich später durchaus für nützlich erweisen. So. Dann haben wir jetzt drei Storage Spaces und das sehen wir hier. Wir sehen auch, dass die aktuell
unassigned sind, dass da nichts drin ist, weil hier diese Sachen sind. Und jetzt fragt ihr euch natürlich, warum denn 3? So, wieso sollen wir da gleich 3 machen? Weil pro Storage Space ein Item gelagert werden kann. Und das ist jetzt ganz wichtig, denn ihr könnt über den Storage Space auch gleichzeitig, also über den Speicher, auch gleichzeitig die Arbeitsaufträge erteilen. Das machen wir jetzt mal für Baumaterialien. Für Essen machen wir das anders. Wir sagen ihm jetzt zum Beispiel, er soll bitte einmal Räten sammeln, beziehungsweise Stroh. Ich bin mir nicht ganz sicher. Lasst uns mal schauen, was wir für die Häuser brauchen. Daran sollten wir das festmachen. Hier auf die Strukturen. Dann auf die Sachen. Und wir brauchen Stroh. Okay, dann sollten wir das sammeln. Ihr habt auch gesehen, was er noch braucht. Und das sind im Prinzip die 3 Sachen, die wir jetzt hier mal angeben sollten. Also einmal diese Plant Fibers, also so Seile. Dann brauchen wir also Stroh. Und dann brauchen wir irgendwie so grobe Stöcker, Sticks, Stöcker. Die werden wir da auch mal sagen. Und ein paar kleine Steine sollten wir nehmen. Da würde ich aber tatsächlich noch einen extra Storage Space machen. Und den machen wir ein bisschen kleiner. Ich weiß nicht, ob wir dafür so viele brauchen. Da möchte ich jetzt die Leute auch nicht so sehr mit beschäftigen. So, und da packen wir grobe Steine rein. So. Und fangen die Leute jetzt an zu arbeiten? Nein, fangen sie nicht. Wir haben nämlich vergessen, bei den Storage Spaces hier dieses Rädchen zu drehen, Production. Und wenn wir die aktivieren und das dann langsam weiterlaufen lassen, dann müssten die Leute jetzt anfangen und sich die Sachen suchen und es hier entsprechend reinpacken. Die werden jetzt erstmal mit ihren Händen hier dieses Zeug hier rausrupfen und das ein bisschen gerade machen. Das seht ihr jetzt, wir können uns das ja mal angucken, denn was die Animation angeht und so, ist das wirklich herzallerliebst. Ihr seht hier auch, dass hier diese Symbole sind, dass das hier rausgerupft werden soll. Das ist wirklich echt schön gemacht. Das ist wirklich ganz hübsch. Ja, wie sie jetzt hier stehen und wirklich die Sachen hier rausrupfen und das und den Speicher fertig und bereit machen und dann werden sie anfangen, die Items zu sammeln. Ihr könnt pro Storage Space natürlich auch sagen, eine Priorität vergeben. Wenn ihr jetzt sagt, hey, ich brauche jetzt mehr Steine, schraubt da das hoch, dann sammeln die Leute mehr Steine. Hier ist ein Button, der ist auch wichtig. Wenn ihr sagt, hey, pass auf, speicher das erstmal, aber das ist eine Sache, die wir meinetwegen nur im Winter brauchen, aber im Sommer sammeln, dann sollen die Leute das da nicht rausmachen oder rausholen, dann könnt ihr sagen, bitte nur speichern, aber nichts rausholen. So könnt ihr so ein bisschen den Verbrauch vielleicht regulieren von Waren, die ihr euch für den Winter aufsparen wollt. Ich weiß nicht, zum Beispiel Früchte oder sowas, wenn ihr sagen wollt, hey, die sollen die Früchte im Winter futtern, die können sich die direkt erstmal vom Strauch holen und die Reste werden dann eingelagert und das wird wirklich nur gelagert. Sowas zum Beispiel könnte man sich dann überlegen. So, die lassen wir jetzt hier mal arbeiten und oh, guckt euch das mal an, wie viel Stroh wir hier schon da haben. 25 Stück drin. Hier sehen wir übrigens auch den Storage Space, der genutzt ist. Und wenn das so weitergeht, dann ist der gleich voll. So, jetzt gehen wir mal kurz in die Pause, denn wir haben ja einige wichtige Sachen vergessen. Die haben noch nichts zu futtern. Also gehen wir wieder hier rein, aber wir biegen ab auf die Workgroups. Jetzt können wir sagen, wir machen eine Workgroup. Und wir können Fishing, Crafting Group machen allgemein. Wir wollen aber die Gathering Group haben, also sammeln. Die sollen sammeln, die Leute. Dann gehen wir hier drauf und dann sehen wir auch hier die Priorität. Und wir sehen hier ein Wiki, da gibt es eine kleine Beschreibung zu. Und wir packen hier mal ein paar Members rein. Ich habe keine Ahnung, wie viel wir hier brauchen, wirklich nicht. Ich mache mal hier, wie sind das jetzt? 2, 6, 7 Leute. Sollen noch welche übrig bleiben, die was anderes sammeln. Wir packen mal 6 rein und hoffen, dass das reicht. Und jetzt wählen sie hier aus, was wir machen sollen. Die können jetzt hier Bone. Raw Bones have multiple uses. Bone, da bin ich mir gar nicht sicher. Sind Bone Bohnen? Bone? Bone? Da muss ich gerade mal nachgucken. Knochen. Ach, verdammt. Knochen, ja. Ich glaube, das brauchen wir jetzt in der Anfangsphase nicht. Wir konzentrieren uns mal auf Früchte. Hier gibt es noch keinen Tooltip. Dann ein paar Pilze. Rohe Steine machen sie über diesen Kram hier. Und Früchte. Das sind Rose Hips. Das sind so, ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Das sieht mir aus nach Hagebutten.
Sind übrigens sehr lecker, auch eine typische Sache aus dem Wald. Und ihr könnt auch bis heute ja Hagebutten-Marmelade, sehr lecker wirklich. Das müssten die Dinge eigentlich sein. Wenn man das aus der Schule kennt, früher war das Juckpulver bei uns. Übrigens sehr beliebt, kann ich sehr empfehlen. Gut, dann können die eigentlich loslegen, aber wir sollten auch für diese Sachen natürlich eine Storage Space anlegen. Denn wo sollen sie das bitte hinspeichern, wenn sie was gefunden haben? Also werden wir hier drei kleine Storage Areas anlegen. Hier vorne. Jetzt weiß ich gar nicht, wie groß das war. So. Und den werden wir zuteilen. Einmal Früchte. Dann werden wir sagen, einmal die Pilze. Mushrooms. Und dann einmal die Hagebutten. Okay. Ja, und jetzt legen sie im Prinzip los und sammeln ihren Kram. Und das Schöne ist, wir sammeln jetzt hier auch gleichzeitig Stroh. Wir machen das mal ein bisschen schneller, indem die hier jetzt die Sachen hier vorbereiten. Und jetzt können wir im Prinzip warten, bis die hier loslegen. Hoffen, dass alles klappt und dass hier keiner stirbt. Und wir können hier natürlich auch fokussieren auf die Sachen. Und make this is a favorite of yours. Ja, gut. Wir können uns ja mal so einen Typ hier angucken, was der gerade macht. Wir können dem jetzt folgen, Fokus. Und dann können wir uns einfach mal angucken, was der jetzt gerade macht. Was für eine Aufgabe hat der? Er sammelt gerade Stöcker. Und die packt er jetzt da rein, okay. Und ihr seht, hier liegen auch genug rum. Also wirklich, also Grafik ist schon echt schick, muss man wirklich sagen. Tja, da hat er sich anscheinend gerade beschwert, da liegt nichts rum. Das ist voll doof. Oh, mich juckt's. Oh, ich bin so müde. Oh, ich hätte gern Haus. Immer noch keine Stöcker. Na gut. Wie dem auch sei. Wir sehen, wir haben jetzt hier Midday. Wir sollten also mal langsam zusehen, dass wir ihnen ein kleines Feuerchen machen. Und dazu brauchen wir, mal gucken, ob wir da schon was von haben. 26 Steine haben wir. Okay, also hier ist unsere Storage Space. Hier in die Mitte setzen wir jetzt mal unseren Feuerplatz. Also gehen wir in die Buildings rein. Und werden einen Feuerplatz bauen. Das sollten wir finden, nicht bei Housing, wo war es? Dryer Production Fireplace bei Service. Einmal, ja, da mittig rein. Dann warten wir mal ab. 14 Steine, 8 Stöcker. Das sollte passen. Hier seht ihr auch Rest und Sleeping ist dort sehr gut. Das brauchen sie natürlich. Beim Strohhut ist dieses Sleeping noch besser. Und wir müssen mal gucken. Ich sehe jetzt hier bei ihm zum Beispiel zwar Charisma. Ich vermute, diese Sleeping-Eigenschaften, die sind unter der Haube noch modelliert. Die kann man hier jetzt so direkt nicht sehen. Das wäre vielleicht nochmal ein Verbesserungspunkt an den Entwickler. Das fände ich ganz cool, wenn man jetzt diese Sleeping-Eigenschaft hier auch sehen könnte. So, es schreitet voran, Midday. Dann würde ich sagen, setzen wir die Priorität hier mal ein bisschen höher, dass dieses Ding auch fertig gesetzt wird. Und Enara, nein, du kommst nicht. Ihr Lieben, würde, okay, ich finde das sehr super, dass ihr hier Steine sammelt, aber würdet ihr bitte mal das Feuer fertigstellen? Das fände ich total toll. Wie sieht es überhaupt aus mit Essen? Ich glaube, wir haben bei dieser Workgroup, haben wir die aktiviert? Ja, müssten wir eigentlich. Haben die hier schon irgendwas drinne? Ne, noch nicht. Nee, wir wollen das ja nicht aktivieren. Wir wollen das ja über die Workgroup hier rein haben. Die ist eigentlich aktiviert, ja. Wir setzen mal die Priorität ein bisschen nach oben. Denn das ist ja doch schon ziemlich wichtig, dass die hier Essen sammeln.
Das ist auch. Also ich sehe jetzt hier kein Aktivieren und Deaktivieren-Button, außer natürlich hier Enable oder Disable. Gathering, sind sie dabei? Okay. Da sind sie dran. Alles klar. Dann können wir mal hier neben direkt ein erstes Häuschen setzen, damit die Leute auch was zu schlafen haben. Das wird gebaut. Sehr schön. Sie fragen schmalen Strohhut. Da passen 6 Leute rein. 3. Wie viel haben wir denn überhaupt? Wir haben aktuell 2, 4, 6, 7, 14, 15, 16. Das heißt, wir brauchen 3 von diesen Häuschen. Rotieren ist mit R. Ich versuche die jetzt mal so ein bisschen hier zum Feuer auszurichten. Ihr seht hier unten, da ist so ein Kreissymbol. Das ist jetzt für mich erstmal der Eingang. So. Und dann haben wir das eigentlich alles im Bau. Dann lassen wir das mal schnell weiterlaufen und hoffen, dass die das heute noch alles fertig kriegen. Ah, schaut mal, jetzt kümmern sie sich hier um den Feuerplatz. Die Astik ist 12. Herrlich. Und was gibt's hier? Jetzt meckert einer. Building. Okay, this fireplace needs some work. Nur dann. Construction 0 von 5. Okay. Physical Integrity 0 von 5. Ja, okay. Das heißt, sie sind dran. Ah, schaut mal, jetzt bauen sie sich hier ihre Häuser. Sehr schön. Wie sieht's? Oh, guck mal, hier fliegen sogar aus. Das ist hübsch gemacht. Habt ihr das gesehen? Hier ist so ein kleiner Schwarm von Schmetterlingen gerade rumgeflogen. Da hinten fliegt der Adalim. Oh, ist das schön. Ich habe hier übrigens auch schon Rehe gesehen. Also wirklich, es ist ganz, ganz hübsch gemacht. Herzallerliebst dieses Spiel mal wieder. Wirklich ein ganz hübsches Spiel. Hinten sind Farne und hier wird jetzt gebaut. Ihr seht, Konstruktion ist im Gange. Und auch die Häuser sind wirklich schön, wie sie hier wirklich zuerst diese Holzkonstruktion bauen. Ganz toll. So. Jetzt fehlt ihm hier Lack of Rope. Okay. Haben wir irgendwas nicht mehr im Lager? Doch. Stroh, Fiber und Sticks. Das ist eigentlich das Einzige, was wir brauchen. Und wir sehen jetzt hier, Früchte haben wir. Fisch immer noch, aber anscheinend bei dem anderen sieht es ein bisschen mau aus. Natürlich kriegen wir auch bestimmte Dinge, ich gehe mal kurz ein bisschen auf langsamer, kriegen wir bestimmte Dinge nur zu bestimmten Jahreszeiten, weil ja auch hier Jahreszeiten simuliert werden. Das ist das, hier geht die Sonne unter. Dann sollten wir die Priorität hier auf volle Kanne setzen, dass wir gleich den Feuerplatz fertig haben. Wir sehen jetzt hier die ganzen Früchte, die hier liegen. Ich weiß nicht, ob das hier simuliert wird, dass die irgendwann schlecht werden, ablaufen. Hier fehlt der Tooltip noch. Ich könnte es mir durchaus vorstellen, dass die irgendwann ablaufen, die Früchte. Ich meine, Hagebutten gibt es auch nur im Frühjahr oder im Sommer. Ich meine, die gibt es im Sommer. Und Pilze ist die typische Herbstfrucht. Die wird es dann im Herbst geben. Und dann können wir uns jetzt mal drum kümmern. Da war das Tutorial leider noch nicht sehr aufschlussreich, wie wir jetzt Tiere fangen. Das wird mich mal interessieren. Wir gucken mal in die Tasks. Da können wir Feinsticks machen. Aus den Sticks. Wir werden sehen, wozu wir das brauchen. Fine Raw und Rope. Wir könnten hier B-Face machen, Tool for Cutting and Cropping, also das ist im Prinzip so ein angeschnittener Stein,
Ja, ich weiß nicht, ob ihr das mal im Museum oder so gesehen habt. Die hauen im Prinzip so lange auf dem Feuerstein rum, bis der quasi oben eine scharfe Kante hat. Und dann kann man damit sehr gut schneiden und andere Dinge machen. Ein primitiver Bogen. Ja, das ist zum Fischen ganz gut. Das könnte man sich überlegen. Hier brauchen wir Feinsticks. Das könnten wir mal machen. Und dann fischen gehen. Fischen kann ich mir gut vorstellen. Das könnten wir vielleicht morgen machen. Wenn der Tag um ist, dann haben wir jetzt ja eine Woche hinter uns. Das ist ja der Punkt. Also, das ist jetzt im Prinzip, wenn der Tag um ist, die Arbeit von einer Woche. Finde ich eigentlich gar nicht so unrealistisch. Mit einer Truppe von, was waren es, 14 Leuten oder 16 waren es, glaube ich. So, unsere Stadt wächst und gedeiht. Ich muss sagen, es ist wirklich ein ganz tolles Spiel. Gefällt mir sehr gut. Wir haben genug Rohstoffe und wir sollten uns tatsächlich mal drum kümmern. Also Fische haben wir, aber dazu müssten wir, können wir die Sachen hier eigentlich auch anklicken? Ja. Ach, schaut mal, das ist cool. Jetzt seht ihr hier die Hände, die markieren die Stellen, beziehungsweise diese Sicheln, die markieren die Stellen, die über den automatisierten Arbeitsauftrag des kleinen Lagers jetzt hier reingekommen ist. Ganz toll. Na, darüber, das funktioniert leider nicht. Aber da. So. Wie sieht es denn hier aus? Wo ist unser Fluss? Der müsste doch hier hinten gewesen sein. Ja, genau, da ist er. Und da könnten wir auch demnächst fischen. Wo ist denn die untergehende Sonne? Ach, ist das nicht hübsch? Ist das nicht herzallerliebst für ein Spiel? Ganz ehrlich. Schön, oder? Ich muss da gerade mal ein paar Screenshots davon machen, weil das ist wirklich, wirklich schön, ganz ehrlich. Wirklich hübsch. So, dann gehen wir mal zurück und jetzt ruckelt es gerade ein bisschen. Jetzt geht die Sonne anscheinend unter. Jetzt geht's wieder. Dann gehen wir mal ganz schnell zu unserem Dorf. Zack. Er ist hier im Wald. Magst du mal zum Dorf zurückgehen, damit ich weiß, wo du hin bist? Wo ist unser Dorf hin? Ich habe unser Dorf verloren, Leute. Gib mir eine Pause. Ich habe unser Dorf verloren. Oh Gott, ist das peinlich. Irgendwer muss doch zu Hause sein, oder? Ja. Na guck, da ist doch einer zu Hause. Wir zoomen mal ein bisschen näher ran und genießen mal die Nacht, die auch schon sehr dunkel ist. Ach cool, guck mal, wir können ihm leuchten. Ist das nicht niedlich? Schön. Aber es wäre eigentlich ganz praktisch, wenn ihr euch mal, wo ist da hinten, wenn ihr euch mal hier um unseren Fireplace kümmert. Ja, jetzt ist er immer noch nicht fertig, Leute. Hier, volle Priorität. Bitte nicht schludern. Wir dürfen nicht schludern. Ich leuchte euch mal. Und dann sollten wir wirklich mal ein bisschen schneller machen, damit das Ding fertig wird. Also. Geschwindigkeit G2 haben wir schon. Dann werden wir jetzt mal schauen, was ist halt er hier? I had to sleep in the open. Ja, dann musst du dir das Ding fertig bauen. Das ist ja jetzt nicht unser Problem. Also, das gibt's doch nicht. Das sind der Meck. Da meckert der. Jetzt meckern die mit uns. Jetzt sind die unglücklich. Spinless. Ja, okay. Was bringt das? I can't find a proper housing. I feel brother. Oh, jetzt. Oh nein, jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Oh Mann, ey, jetzt kommt echt alles zusammen. Die fühlen sich unwohl. Die haben keinen Bock mehr. Die haben nichts zu futtern. Und die Häuser sind nicht fertig. Das nicht an uns liegt. Das nicht an uns liegt. Das möchte ich hier mal betonen. Wir haben ja alles fertig gemacht. Dann können wir uns in der Zeit aber tatsächlich mal angucken. Wir können, wenn ich das richtig sehe, aktuell nur fischen, schlagen und sammeln.
Vielleicht können wir hier in den Workgroups noch was sehen. Das sind Bones, also eher quasi tote Tiere. Ich frage mich, woher wir die heute bekommen sollen. Einmal Fishing Group, Gathering Group, hatten wir schon Crafting. Ich denke bei der Gathering Group, Gather Beasts. Ja, da gibt es nur Knochen. Ich vermute, die würden dann über die Knochen die Sachen holen. Das wäre so meine Vermutung. Dann gucken wir bei der Crafting Group mal, was die hier machen können. Da ist noch gar nichts drin. Okay. Wir könnten ihnen hier Tasks zuweisen, dass sie hier bestimmte Produkte bauen. Das können wir darüber machen, aber das brauchen wir nicht. Okay, also Tiere an sich. Ich habe schon mal welche gesehen, aber es gibt eine Simulation zum Tiere. Fangen gibt es noch nicht. Ich denke, das wird noch hinzukommen. Vielleicht ist es momentan einfach so, dass die Tiere hier rumlaufen, irgendwann sterben und dann holt man sich halt die Häute von denen. Das ist so der aktuelle Stand im Prinzip. Na, wollt ihr nicht langsam aufschneiden? Komm, wir machen mal ein bisschen. Wir zoomen mal ein bisschen raus und machen mal ein bisschen schneller, dass die Nacht hier vergeht. Ja, es war sehr nett, euch beim Schlafen zuzugucken. Es war sehr angenehm mit euch. Jetzt wird es langsam wieder. Na, guck. Gibt es auch hier irgendwo einen Sonnenaufgang? Ach, da hinten. Da hinten ist unser Sonnenaufgang. Ich hoffe, wenn ich jetzt ein Bild mache, dann wird das System nicht ganz wieder einfrieren. Okay, es geht weiter. Herrlich. Den beobachten wir jetzt mal. Vielleicht hätte ich mir meine 40 Watt Streaming-Lampe noch anmachen sollen, die mir beim Stream ins Gesicht leuchtet. Dann hätte ich jetzt das Gefühl einer aufgehenden Sonne gehabt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das sind so Szenen im Spiel, die ich wirklich liebe. Eine tolle Grafik, eine aufgehende Sonne, unsere Leute, die nebenan arbeiten. Toll. Ganz toll. Und wir haben sogar hier die Lichtbrechung hier so ein bisschen simuliert, als hätten wir hier irgendwas in der Nähe dazu, als würden wir wirklich da reingucken. Toll. Echt super. Ganz toll gemacht. So, ihr Lieben. Haben wir jetzt hier überhaupt auch... Ach, wie cool. Die haben sogar... Er hat sogar Pfützen mit eingebaut in diesem Spiel. Also nach dem Regen gibt es sogar kleine Erhebungen und sowas und Täler, wo Pfützen sind. Ach, ist das cool. Und nein, unser Haus steht voll einer Pfütze. Okay, hoffentlich wird es irgendwann besser, wenn ihr diese Häuser mal fertig habt. Wie sieht's denn hier aus? Warum baut denn hier keiner? Wir setzen mal, Moment, wir machen mal das Gathering. Da machen wir mal zwei Leute raus. Vielleicht sind da einfach zu viele Leute drin. Ich vermute, dass... Wir machen mal 1, 2, 4 Leute rein. Wenn die Priorität hier ist zwar... Die Priorität hier ist zwar höher als hier, also als hier, aber ich denke, die Leute sind hier fest assigned. Das heißt, wir sehen es ja hier auch bei der Member-Ansicht. Die sind weg. Das heißt, das sind Leute, die wirklich unterwegs sind und versuchen, entsprechend Material zu organisieren. Das heißt, die können auch gerade nichts machen. So. Ah, guck mal, jetzt ist hier einer, der baut hier weiter. Konstruktion 3 von 5. Ja, dann mal tau. Dann mal zu. Ich würde sagen, wir drehen das mal ein bisschen schneller, dass die hier mal an Rand kommen. Ja, wir haben jetzt hier 207. Ja. Ach, ist das cool. A fireplace is completed. Sehr cool. Ach, herrlich. Jetzt haben sie zumindest eine Möglichkeit zum Grillen und ihre Sachen. Hat er sich verbrannt? Nee. Und diese Gesichter hier drüber, dass die unglücklich sind, das sollte hoffentlich auch bald weg sein. Okay, Service, Rest und Sleep. Das ist gut.
A Place to Meet, Cook, Sleep, Get Warm and Tell Stories. Das ist sehr schön. 8,2 Grad. Ich denke, das ist wichtig. Und jetzt sollten wir die Häuser priorisieren. Zumindest mal. Wir machen mal eins nach dem anderen. Beziehungsweise, welches ist denn am weitesten? Das ist egal. Dann priorisieren wir erstmal das hier. Ich kann mir das gut vorstellen. Da ist die Sonne aufgegangen. Müsste sie irgendwann da untergehen. Dass wir hier jetzt sitzen. An uns, in der Nähe von unserem Häuschen. Die Sonne geht da unter. Schick. So, wie sieht es hier aus? Hier ist immer noch alles nass. Unser Stroh ist mittlerweile auch nass. Unsere Früchte sind nass. Wir haben noch 55. Wir sollten tatsächlich mal gucken, dass wir anfangen, Speere zu produzieren und zu fischen. Das sollten wir mal machen. Diese Häuser hier werden ja anscheinend fertig. Wie viele Fische haben wir denn? Ja, Dry Fish. Das war mal mehr. Da sollten wir mal dran arbeiten, dass wir uns nicht nur mit Früchten versorgen, sondern eine Truppe parallel an den Fischen arbeiten lassen. Also, wir brauchen eine Workgroup, eine Crafting Group. Und diese Crafting Group wird sich bitte mit einer Person darum kümmern. Zwei Tasks müsste er im Prinzip machen. Wir bräuchten zum Fischen ein Holzspeer und dazu brauchen wir Feinsticks. Also müsste er Feinsticks machen. Die gehen wir kurz in die Pause. Und ein Holzspeer. So, hier sollen nicht unendlich viele gebaut werden. Das ist jeweils eins. Ich würde sagen, wir bauen erstmal 5 von jedem. Ja, können wir hier noch was? Ne, nur den Task aktivieren. Das heißt, wir haben jetzt hier den guten Unal zugewiesen. Und er baut jetzt 5 Feinsticks und danach 5 Speere. Und dann werden wir eine Gruppe machen, die fischen geht. So. Hier brauchen wir noch ein kleines Lager. Ich weiß gar nicht, wie groß das sein sollte. Wir machen hier einfach mal so einen kleinen, so ein Mini-Lager. Und da machen wir mal die Speere rein. So. Okay. Ja, das kann er nicht machen. Ist klar, Lack of Feinsticks. Das muss sie dir auch erstmal bauen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir hier eine Priorität pro Element reinsetzen könnten oder ob wir die separat machen sollten. Wir können ja dem Typen mal folgen, was er jetzt macht. Ah, sehr gut. Er hat's verstanden. Er macht jetzt einen Speer. Am Feuer und wärmt sich dabei. Er ist hier hinten ein bisschen Stroh am Sammeln. Warum bei diesen Häusern immer noch nichts passiert? Building. Lack of Rope. Das verstehe ich nicht. Was ist denn, was genau ist denn Rope? Das steht aber nicht in dem, in der Liste mit drin. Von Seilen? Von Rope? Haben wir vergessen, haben wir was falsch gemacht? Haben wir vergessen, Seile zu produzieren? Wir gucken einmal da rein. Ja, es sind Ropes. Ach, ich Idiot. Dann kann das ja nichts werden. Wir müssen jetzt also ganz wichtig, verwechselt nicht die Icons. Ich dachte, es wäre nur ein Feinstrick, den wir hier haben. Also brauchen wir noch eine Crafting Group, da machen wir mal 2 Leute rein mit Tasks. Jetzt Ropes bauen. Dazu brauchen wir Plant Fiber. Und ich würde sagen, wie viel brauchen wir hier pro Haus? Steht das hier irgendwo? Ne, dann müssen wir nochmal ins Haus gehen. Wir haben 3 Häuser. Wir brauchen hier also 15 Stück. Also bauen die beiden erstmal 15 Stück. So. Mhm.
Das heißt, wir brauchen 30 Plant Fiber und die haben wir. Sehr schön. Das heißt, die machen jetzt aus diesen Fäden im Prinzip Garn oder Seile. Das haben die damals einfach zusammengebunden und ein bisschen auseinandergezogen. Also ihr könnt im Prinzip dort kleine Stücke rausreißen und die kann man dann zusammenbinden. Und dann ergibt das irgendwann, wenn man die zusammenbaut, ergibt das Seile. So, jetzt müssen wir mal gucken, wer diesen Job bekommen hat. Craftsman, hier gibt es tatsächlich, wir haben nur ein frei. Ja, klar, die haben keinen Bock, ne? Was wir machen können, das kann ich euch jetzt auch mal zeigen. Wir gehen mal hier diese Tabs nochmal durch. Wir haben jetzt die Group schon des Öfteren benutzt und wir haben die Buildings schon öfters benutzt. Was wir machen können, ist bei diesem Policy-Tab, das ein bisschen wie so eine Gesetzrolle aussieht, das Alter zu ändern. Ihr seht jetzt hier, das kann man jetzt nicht so genau erkennen, das Labor Age im Prinzip ab wann gearbeitet werden soll. Ich würde das mal ein wenig runtersetzen. So auf die Mitte. Ganz junge brauchen nicht arbeiten, aber wir gehen mal ein bisschen runter. Wir haben hier viel zu tun, bis unsere Truppe erstmal in den Basics läuft. Da brauchen wir auf jeden Fall jetzt ein bisschen Zeit für. Dann die Labor Time, die können wir konfigurieren. Wir sind hier aktuell auf, ich würde sagen, einem Viertel, also einem 8-Stunden-Tag. Und wenn ich ehrlich bin, das finde ich doch ein bisschen unrealistisch. Denn über 12 Stunden würde ich jetzt nicht machen, aber hier irgendwie so in dem Bereich, das sind so, ja, sagen wir mal erstmal, wir gehen mal nach hier, dass die Häuser hier erstmal fertig werden. Und die Rationierung, wenn wir hier irgendwie auf 20 kommen, dann werden wir mal an der Rationierung arbeiten. Aber dann kommen wir hier mal ein bisschen weiter. Und so könnt ihr auch die Arbeitszeiten und sowas einstellen. Kultur, da kann man im Prinzip jetzt noch nicht viel machen. Das ist einfach nur ein Kreis mit einem Button drauf, wo ihr bei Kultur ein bisschen was erfahren könnt. Und ja, Main Social and Political Organization, das ist im Prinzip nur eine Wiki-Info hier. Wenn euch übrigens, kleiner Tipp noch, wenn euch was stört, dann könntet ihr auch sagen, Chop, um beispielsweise diesen Baum hier umhauen. Ich weiß gar nicht, ob das funktioniert, das sollte nicht gehen, denn wir haben ja keine Werkzeuge dafür. Da sind wir ja noch dabei. Und er macht jetzt hier am Feuer weitere Speere, das ist sehr gut. Wie sieht's aus im Lager? Wie viel haben wir davon jetzt? Wieso packst du die da nicht rein? Wooden Spare. Okay. Ach, er macht gerade erst die Feinsticks. Alles klar, er ist bei den 5 Feinsticks. Die lässt er hier einfach irgendwo liegen. Ja, ich hoffe, das klappt dann. So, wie sieht es hier aus mit unserer Truppe, die hier die Sachen baut? Die haben noch gar nicht angefangen. Das gibt's doch nicht. Jetzt sollen wir mal gucken, was er gerade macht. Hallo? Du hast eine andere Aufgabe bekommen? Wir machen das mal ein bisschen schneller. Zum Henker macht der Typ. Okay, anscheinend passen die Prioritäten noch nicht. Das Ding, ihr Lieben, hat höchste Priorität. So, mal gucken, ob er es jetzt kapiert hat. Ja, jetzt geht's. Sehr schön. Also, immer mit den Prioritäten arbeiten. Und dann wird er jetzt hier, wir gucken immer zu, wie er die Seile bindet. Sehr hübsch. Sie isst was. Was gibt es denn Leckeres zu essen? Eine Beere. Eine warme Beere. Und sie ist dumm. Intelligenz. Minus 13. Brains. Who need brains? Ach, schön. Nein, entschuldigt. Er. Ach Gott. Nein. Nabar, mein Fehler. Du bist natürlich ein Er. Oder ist es eine Sie? Nein, müsste ein Er sein.
jetzt hoffen wir mal, dass unsere Häuser hier schnell fertig werden. Weil ja irgendwer vergessen hat, hier diese Seile zu bauen. So, dann gehen wir mal schnell weiter. Holz haben wir jetzt genug. Nahrung sieht eigentlich auch ganz gut aus. Und hier kommen sogar unsere Holzspeere. Das heißt, ja, es ist gleich wieder Nacht, das ist doof, aber wir können sich zumindest ans Feuer legen. Und nächste Nacht oder am nächsten Tag können wir dann fischen gehen. Das ist ganz cool. So, ihr Lieben, würdet ihr jetzt mal dieses Haus hier fertigstellen? Das wäre tatsächlich ganz cool. Dann hätten wir zumindest ein Haus fertig. Meint ihr, ich schaffe das? Wo geht die Sonne unter? Ja, da hinten. Wer hätte es gedacht, wenn sie auf der anderen Seite aufgegangen ist. Ach, sehr schön. Und unser Haus wächst und gedeiht. Guckt mal, das ist das nicht hübsch? Guck mal, wir leuchten ihm mal. Guck, wir leuchten euch mal hier ins Haus rein. Dann können sie vielleicht das Haus besser aufbauen. In Loya. Wir können den Namen auch eigentlich mal ändern, damit ich den vielleicht ein bisschen besser aussprechen kann. Und wer hätte es gedacht? Wir sind ja hier am Rhein. Deswegen heißt das natürlich Nördhausen. Oder Nördien? Nein, Nördhausen ist okay. So. Und sie ist auch nicht mehr ganz so unglücklich. Ihre Fitness. Muscles und nicht Muscles. Okay. Ja, die. Sehr schön. Okay. Der Platz hier ums Feuer reicht noch nicht. Aber zumindest ein Teil der Leute ist jetzt glücklich. Dann gehen wir mal ein bisschen schneller. Und dann stören wir die mal nicht länger beim Schlafen. Sorry. So, gleich geht die Sonne auf und dann arbeitet ihr hoffentlich an unserem ersten Haus weiter. Wir wollen ja noch ein bisschen was schaffen heute. Beziehungsweise, ja doch, ich denke, man kann schon heute sagen. Hier geht es übrigens jetzt langsam in den Mai. Wir sehen es hier, vom April in den Mai. Können wir wieder langsamer machen. Wollen ja unseren Leuten auch mal ein bisschen zuhören. Unser Haus, ach guck mal, unser Haus ist fast fertig. 182 von 200. Sehr schön. Unsere kleine Siedlung wächst und gedeiht. Okay, dann schauen wir mal in die Gebäude rein, was wir hier haben. Beziehungsweise wie es jetzt aktuell aussieht mit dem Crafting. Fische sind 46, das nimmt ziemlich stark ab, also pro Tag ungefähr um 10 bis 15. Das heißt, wir sollten jetzt auf jeden Fall diese Crafting Group hier, der hat ja seine Aufgabe erfüllt. Dann nehmen wir hier den Member mal raus. Beziehungsweise wir können die ganze Gruppe auch löschen. Und a straw hut ist completed. Ah, sehr cool. Nein, in die Pause wollte ich gehen. Und dann gucken wir uns mal das Strohhaus hier an. Hübsch, oder? Auch hier wieder ein schönes Spiel. Zwar weniger Funktionen drin, aber es funktioniert tatsächlich sehr, sehr, sehr gut. Sehr cool. Der Regen dreht sich mit. Das ist cool. Okay, so. Dann bleiben wir jetzt einmal in der Pause. Und jetzt müssen wir mal den Fischer-Task machen. Der ist wichtig.
Also einmal in die Groups. Die hier sind noch am Arbeiten. Die haben schon 5 erstellt. Das sind die für das Haus. Die anderen beiden, hier sind sie dran. Das passt. Und dann können wir eine weitere Group erstellen. Nämlich die Fishing Group. Und da packen wir erstmal 1 oder 2. Ich meine, wir haben 5 Speere. Wir bleiben erstmal bei einem. Ich will mal sehen, wie viel einer mit diesen 5 Speeren schafft und wie viel Speere er verbraucht an so einem Tag. Damit wir mal ungefähr ein Gefühl haben, wenn wir 2 reinpacken, da gibt es gerade gar keinen, damit wir ungefähr ein Gefühl haben, wie viele Leute wirklich dann gebraucht werden. Und dieses Ding finde ich dann doch schon relativ wichtig. So. Und jetzt ist der gute Dometa da dran. Dometa, wo bist du? Da. Dann können wir dich doch mal folgen. Und ich hoffe, dass du dir jetzt einen Speer schnappst. Ja, guck mal, jetzt nimmt er sich einen Speer. Und jetzt rennt er runter. Zum Rhein. Das müsste der Rhein sein. Und jetzt fischt er. Sehr cool. Wir sind gleich am Morgen. Er hat nichts gefangen? Doch, ein Fisch hat er. Mhm. Fisch, alles klar. Das heißt, wir brauchen jetzt noch eine kleine Lagereinrichtung für seinen Fisch. Beziehungsweise wir haben ja Store Any Food. Wir brauchen auf jeden Fall eine Storage Area. So viel steht fest. Okay. Und da machen wir natürlich dann den Fisch rein. Das müsste jetzt der normale Fisch sein. Alles klar. Sehr gut. So. Da kannst du das mal reinlegen. Und jetzt müssen wir diesen Fisch irgendwie trocknen. Wir brauchen ja getrockneten Fisch. Ich weiß nicht, ob sie das automatisch machen. Wir schauen mal in die Workgroups. Wie sieht es hier aus? 4 Leute zum Gatherings. Ja, das würde ich erstmal drin lassen. Das sieht gut aus. Fisch arbeiten wir dran. Das ist Dry Fish. Ein normaler Fisch. Dann gucken wir mal hier in die Groups rein. Beim Crafting, das würde mich mal interessieren. Ob wir hier Fisch produzieren können? Nee, können wir nicht. Alles klar. Dann brauchen wir auf jeden Fall ein Gebäude. Es gibt nämlich, wir gehen mal die Sachen hier mal durch, was es hier gibt. Das sind ja die Schlafplätze. Dann gibt es Basket. Das sind so, Kochzelte, nenne ich sie mal, wo sie diese Rätzelte, wo sie dann das Essen reinpacken. Und die normale Storage Area. Dann gibt es den Dryer. Und a simple construction for drying some resources. Ich könnte mir vorstellen, dass das da drin ist. Ein Fireplace haben wir ja. Wir können mal beim Fireplace gleich gucken, bevor wir den Dryer bauen. Und Verteidigung brauchen wir noch nicht. Können wir hier Tasks anlegen? Nein. Dann werden wir den Dryer in Auftrag geben. Und den würde ich sagen, bauen wir mal nicht hier vorne hin. Den bauen wir mal. Ja, guck mal, hier hinter dem Stein. Das finde ich tatsächlich ganz schick. Dann haben wir hier unseren Lagerplatz. Hier hinten ist der Schlafplatz. Und hier hinter dem Stein, so ein bisschen unsichtbar für die Leute, bauen wir jetzt unseren Dryer, den Dryer hin. Jetzt brauchen wir noch mehr Rope. Wir haben aber nur, wenn ich das richtig sehe, Plant Fiber. Dieses Zeug brauchen wir ziemlich oft für alles. Das heißt, die Typen hier können eigentlich, ja, wir brauchen mal ein bisschen was auf Vorrat machen. Dann brauchen wir noch einen dafür. Und dann legen wir nochmal 10 auf Vorrat, also 18. So, das können wir ruhig mal, das können wir mal auf Vorrat machen. Produzieren. Damit wir dort was haben, denn das braucht man doch ziemlich häufig.
So, entschuldigt die kleine Unterbrechung. Weiter geht's hier bei Nerdhausen, bei Innocent Cities. Wir können mal gucken, wie es jetzt auf der Weltkarte aussieht. Ich würde erwarten, dass hier nicht viel passiert ist, außer hier unser kleines süßes Gesicht. Genau. Hier fließt der Rhein dann lang. Es müsste der Rhein sein und mündet hier irgendwo. Sehr schön. Wo sind wir denn hier eigentlich? Es könnte tatsächlich irgendwie Nordrhein-Westfalen sein, wo wir gerade siedeln. Ja gut, gehen wir wieder rein. Und die Leute sitzen gerade am Feuer und knüpfen Seile, weil ihr allmächtiger Herrscher es ihnen gesagt hat. So, erst fischen. Ja. Also kann man gut sagen, er macht das hier jetzt Mittag, also pro Zeit ein Fisch, also pro Tag, wenn er Glück hat, 5-6 Fische. Und wenn wir die dann auch noch getrocknet bekommen, dann müsste das so ganz grob so einen Bedarf decken. Oh, guck mal, das ist doch alles nass hier. Das sollte hoffentlich alles schnell wegtrocknen. Hier gibt es das. Hier ist das erste Haus. Da ist der Sleeping Service sehr gut. Ich würde mal sagen, wir werden mal genau das Haus priorisieren. Und wie sieht es hier hinten mit dem Dryer aus? Ja, ist er schon fertig? Nee, noch nicht ganz. Den priorisieren wir auch mal. Was fehlt? Einfach nur jemand, der es baut. Die Materialien haben wir nämlich schon. Okay. Dann müsst ihr das bitte mal fertig machen. So, wie sieht es denn überhaupt aus? Was macht er denn da? Ach, er steckt da wirklich diese Dinger rein. Er hat immer noch 5 Stück. Krankheiten? Nee. Ach, guckt mal, ist das cool. Er steckt diese Fische wirklich auf den Stock und spießt die auf. Das ist ja schon cool, ne? Muss man ja ehrlich mal sagen. Oh, ist hier einer krank? Moment. Guck mal in die Übersicht. Sehen wir das hier? Nee, sie ist einfach nur eine Frau, aber nicht krank. Dieses Symbol sieht ein bisschen komisch aus. Nobody is like to be around this character. Das ist ja cool. Alles klar. Na gut. Okay, vielleicht sollten wir ihr nicht. Vielleicht sollten wir dann keine Aufgabe geben, wo sie ganz dicht neben. Obwohl ihre Seile knüpfen. Naja, was heißt denn Seile? Also, die Seile knüpfen muss sie jetzt auch nicht hier. Die Seile knüpfen kann sie ja auch irgendwo da. Also, das hat sie ja keiner gezwungen. Hier zu bleiben. So. Leute, würdet ihr mal das Haus fertigstellen? Ansonsten haben wir wieder ein paar unglückliche Leute. Hier können jetzt 6 Leute sein. Also in dem Haus. Wie sieht es hier aus? Gibt es hier eine maximale Begrenzung? Wir schauen mal rein. Moment. Steht hier nichts. Also im Prinzip einfach nur so viele wie rumpassen, ne? So viele gehen auch ran. Ich bin nächstes Mal gespannt, welche Sachen es hier im Sommer gibt. Wir sind jetzt hier im Frühling, das sehen wir hier jetzt vorbei. Und hier ist jetzt langsam der Übergang im Mai zum Sommer. Da bin ich sehr gespannt, wirklich gespannt. So, das Ding ist fast fertig. Wie sieht es hier hinten aus? Ich würde gerne die Fische trocknen. Ich würde das Game gerne mal sehen, wie das funktioniert. Wir gehen mal auf ein bisschen höhere Geschwindigkeit hier. Ja, sehr schön. Und er ist fertig. Ach, cool. Cool, cool, cool. Okay, wie machen wir das? A dryer is completed. Schön. Also, in dem Dryer. So, Priorität ist hoch. Das können wir ein bisschen runterschrauben. Process, show completed process percentage, storage. Das machen die auch alles selbst. Sehr schön. Also sobald es Fisch gibt, der hier getrocknet werden kann, wird der hier hingehängt zum Trocknen. Sehr cool. Das ist schön. Wunderbar.
A simple construction used for drying some resources. Alles klar. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte gedacht, dass wir hier auch noch einen Task erstellen müssen. Denn ich muss ganz ehrlich sagen, diese Sachen hier mit den Tasks finde ich wirklich, wirklich hervorragend, dass man Aufgaben erstellt, dass man ihnen sagen kann, was sie machen, mit welcher Priorität, wie viele Leute, dass man das hier wirklich auch mit der Anzahl sehr genau steuern kann. Was ich mir noch wünschen würde, wäre zum Beispiel, dass man Leute zuordnet und zum Beispiel, dass sowas noch als Task eingebunden werden kann, dass man vielleicht so richtige Arbeitsabläufe machen kann, um eine Person sagt, hey, du gehst jetzt erst dahin, holst dir einen Stock, dann machst du daraus einen Piekser und damit gehst du zum Fluss und fängst Fische. Sowas würde ich mir tatsächlich noch wünschen, dass das geht. Und danach trocknest du den Fisch. Und dann fängst du wieder von vorne an, wenn du zum Beispiel keinen Stock mehr hast. Das ist schon, also schon cool, muss ich sagen. Ich mag solche Arbeitsabläufe und so eine Tasks, die ihr in so einem Spiel machen könnt, sehr gerne, dass man nicht jeder Person einzeln irgendwie was sagt. Und das mit den Prioritäten funktioniert hier in dem Spiel ja auch sehr gut. Das habt ihr gesehen. Das Haus ist tatsächlich auch fast fertig. Also, das macht wirklich einen Heidenspaß, dieses Spiel. Okay, der Strohhut ist fertig. Dann ist der bald fertig und dann haben die irgendwann was Vernünftiges zu schlafen. Wir haben jetzt also für Fisch gesorgt. Ich bin mir allerdings echt noch nicht sicher, ob das ausreicht hier an Fisch. Wir sind hier bei 31 und 2. Ich würde gerne bei dem Fischtask jetzt noch ein... Also hier würde ich gerne ein wegnehmen. Ja, wir sind immer noch bei 17, ne? Ja, wir haben aber nur noch ein Haus fertig. Wir sollten mal die Tasks hier ein bisschen umarbeiten. Er hier, die können eigentlich mal auf 10 runter. Und dann nehmen wir eine Person raus. Ja. Das kann der mal alleine machen. Das zweite Haus braucht noch 4 Rope. Dann haben wir 6 auf Lager. Das passt. Und dann würde ich sagen, beim Fischen. Das war der Craftsman. Wo ist der Fischer? Das müsste der obere sein. Setzen wir mal ein mehr rein. Mal gucken, ob das ausreicht. Das sind dann 4. Ich meine, wir sind jetzt schon fast am Tagesende. Das wären dann im Prinzip ja... Also 8 Fische, das müsste ausreichen, um den Tagesbedarf zu decken. Hoffe ich. Aber wir brauchen ja auch was, ne? Dann machen wir da mal 3. Wir brauchen ja sogar was für die Zukunft. Da müssen wir ja auch ein bisschen vorsorgen. Also machen wir mal ein paar mehr Fische. Sehr schön. So, wie sieht es hier aus? Das ist am Arbeiten. Hier haben wir sogar mittlerweile mit 58. Ja, es geht. Es geht, es hält sich ungefähr die Waage. Was wir mal gucken können, wo die Typen auch rumlaufen. Das interessiert mich ja mal. Er läuft, okay, er kommt gerade wieder. Mhm. Er ist da. Na gut, okay, das ist natürlich doof, weil die Sonne gerade untergeht. Ah ja, er ist hier unterwegs. Um hier ein bisschen zu craften. Aktuell gibt es übrigens, wenn ich das richtig sehe, ich meine, ich hätte in meinem privaten Spiel mal einen kleinen Jäger oder sowas gesehen oder ein Tier. Aber anscheinend sind Tiere noch nicht Teil der Simulation. Vielleicht war es wirklich nur in dem Bereich, wo ich wirklich gesiedelt hatte. Ich habe in Frankreich gesiedelt, in der Bretagne. Vielleicht war das da, ich weiß es nicht. Nimmst du gleich Stöcker mit? Nee. Ach, da findet der Bären, okay. Das würde ich mir auch noch irgendwie so ein Ressourcen-Overlay. Hier gibt es nur Landmarks. Landmarks are not gameplay elements, but historical, interesting and famous location around the world. Und show the underlying grid and high level curves. Ja. Okay. Muss man jetzt nicht haben, ganz ehrlich. Da würde ich mir noch, ich weiß nicht, ob das vielleicht später noch kommt. Das könnte ich mir vorstellen in Richtung Forschung oder sowas. Und dann, Die Anzeige hier erkennen. Denn aktuell finde ich es noch sehr schwierig, den guten Adam zu sagen, hey, geh mal da hinten hin, da sind noch ein paar Früchte. So, wie viel hat er denn jetzt dabei? Eine Frucht hat er gefunden. Ah, ist ja nicht so viel.
Was wir auf jeden Fall machen müssen, wir müssen natürlich genug haben, um über den gesamten Winter zu kommen. Da müssen wir uns was überlegen. Denn Hagebutten sollten wir im Herbst finden und Früchte auch. Beziehungsweise die könnten im Sommer da sein. Fische müssten wir auch im Winter kriegen. Da müssen wir auf jeden Fall ran. Wir sollten jetzt zugucken, dass wir mehr Fische produzieren und dort wirklich einen Vorrat anlegen. Denn ansonsten könnte ich mir vorstellen, geht das im Winter wirklich schief. Die Frage ist, ob die hier vielleicht nicht ein bisschen zu viele sind. Ja, ich denke, wir lassen erstmal... nee, wir lassen vier mal drin. Das ist mir dann doch sicherer. Ja, wie sieht es bei den Fischen aus? Sind da jetzt noch ein paar Leute mit zugekommen? Ja, okay. Da sind wir jetzt zu dritt unterwegs. Und jetzt dürften wir eigentlich im Lager auch nur noch zwei Speere haben. Sehr schön. So, ihr Lieben, wie sieht es denn hier jetzt aus? Jetzt legt ihr euch hier hin. Okay, ist das Haus jetzt hier fertig? Ah, sehr gut. Es ist fertig. Und ihr wollt mir nicht ernsthaft sagen, dass ihr euch jetzt nicht ins Haus legt, weil... Wo sind denn die ganzen Leute? Sich da hinten ist einer hingelegt? Ne, der sammelt noch. Ach, wir haben die... wir haben die Zeiten so hoch gedreht. Sollten wir mal wieder runterdrehen. Wir gehen mal auf eine Stunde weniger. Na, oh nein, das war zu wenig. So nett bin ich dann auch nicht zu den Leuten. Ja, okay. Wir sagen mal, dass er nur bitte halbe Ration essen soll. Mal gucken, wie es dann aussieht mit den Leuten. Das würde mich mal interessieren. Dann müsste ja eigentlich Charisma, weiß ich nicht, Fitness sinken. Intelligenz, weiß ich nicht, Skills auch nicht. Fitness und Willness müsste eventuell sinken. Some people just like to be told what to do. Can't find a proper housing. Na dann, legt euch mal schlafen und wir machen mal ein bisschen schneller. Also richtig geschlafen haben die jetzt auch nicht, oder? Ja, wirklich ein extrem heller Tag. Ah, der, wir haben Vollmond. Sehr cool. Jetzt bin ich mal gespannt. Entschuldigt, dass ich jetzt mal auf Pause gehe. Ja, guck mal, es ist voll. Hier liegen jetzt 246. 246. Und hier liegen noch ein paar rum. Ah, sehr schön. Okay, dann können wir ein bisschen schneller machen. Dann, wir sind jetzt in der Mitternacht. Dann müssten sie ja gleich fertig sein mit Schlafen. Was ich übrigens cool finde, ist diese kleine Taschenlampe hier an der Maus. Wirklich schön. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, es ist ein wirklich tolles Spiel. Ich habe Dawn of Man nie gespielt, deswegen fehlt mir dazu wirklich der Vergleich. Aber ich kann es echt nur empfehlen. Es ist ein Early Access, darüber muss man sich im Klaren sein. Es fehlen noch einige Sachen, wie bei Sumerians zum Beispiel. Aber dieser City Builder ist wirklich herzallerliebst. Es ist eine ganz tolle Grafik und ihr könnt den Leuten zugucken, ihr könnt ihnen Aufgaben geben und ihr müsst dafür sorgen, dass eine Stadt in der Antike wirklich überlebt. Was ich vielleicht mal ausprobieren könnte als Let's Play, wenn ihr da Bock drauf habt, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Das könnte ich mir gut vorstellen, dass man in der Eiszeit startet unter erschwerten Bedingungen und dann dort versucht zu überleben. Vielleicht an der Grenze, etwas weiter südlich, so in Richtung Alpen oder sowas. Das könnte ich mir wirklich, wirklich gut vorstellen. Das könnte ich mir wirklich überlegen, dazu mal einen angespielt zu machen, vielleicht einen Livestream. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, ob ihr da Lust drauf habt. Das finde ich tatsächlich ganz cool. Aber erstmal gucken wir unseren Leuten noch ein bisschen zu. Wir haben ja noch ein paar Sachen, die wir bauen können. Unter anderem können wir uns noch darum kümmern, dass wir hier bessere Sachen bekommen, wobei Sleeping Quality 120, 100, die ist schon sehr gut mit diesem Stroh-Ding, ne? Klar, hier haben wir Steine, aber das ist halt a nice portable housing. Ja, komm. Easy to build. Ne, wir lassen das mal. Den Basket würde ich
Haystack vielleicht. Ja, ich weiß nicht. Was ihnen auch noch fehlt, das sind natürlich so diese ganzen Weizenressourcen oder sowas und dann Brot und all so eine Dinge. Ne? Also natürlich, hier fehlt noch eine ganze Menge, aber ich denke, wenn dieses Spiel Stückchen für Stückchen erweitert wird, dann wird es ganz cool werden. Und hier könnte ich mir vorstellen, dass ich euch immer regelmäßig Updates mache, wenn es weitere große Updates gibt, dass man dann hier mal ein kurzes weiteres angespielt macht zum Update. Fireplace haben wir auch schon gebaut. Ja, ich weiß nicht, Defense, ob wir das wirklich brauchen. Ich meine, es gibt ja noch keine Tiere oder sowas, die hier wirklich angreifen könnten. Also, wir können ein Ding ja mal bauen. Ich meine, wir haben die Sticks ja. Wir können ja mal gucken, dass wir... Na, wo ist es hin? Dass wir mal einen Fence bauen und sagen, wir bauen mal dort einen hin. Und dann gucken wir mal, dass wir hier vielleicht so ein bisschen... hier rumkommen. So. Bauen wir mal grob nach da ein. Haben wir zumindest, haben wir das jetzt in Auftrag gegeben? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Wir wollen das nach da bauen, bitte. Ja, jetzt haben wir es in Auftrag gegeben. Ich würde sagen, das bauen wir nochmal, dass wir hier so mal sehen, dass wir mal sehen, wie hier so ein kleiner Zaun hier zur Siedlung ist. Und dann kann ich mir gut vorstellen, dass wir das hier rumziehen, hier einmal und dann hier noch zwei Häuser hinbauen. Dann haben wir wirklich eine schöne kleine Siedlung geschaffen, die hoffentlich auch ein paar Jahre überdauern wird. Vielleicht ist hier am Rhein gerade der Anfang von Köln entstanden. Vielleicht ist das die Ecke und hier hinten steht eigentlich in 5, 6, 7, 8.000 Jahren der Kölner Dom. Wer weiß das schon? Wer weiß das schon? So, Religion, 1.000 Steine. Das ist in der Tat ein wenig viel. Da brauchen wir, was ist das? Pelt-Tunnel, Beautiful Pelt-Tunnel, ja, super. Einen Ofen. Das müsste ein Ofen sein oder sowas. A beautiful oven. Jetzt muss ich da tatsächlich mal nachgucken. Ja, ein Ofen. Das können wir nochmal bauen. Bin gespannt, was man damit machen kann. Wir drehen das mal in die Richtung. Aber stellen das da vorne hin. Hinter den Steinchen, dass das jetzt nicht direkt sichtbar wird. So. Dann würde ich sagen, können wir eigentlich mal ein bisschen schneller laufen lassen. Und mal gucken. Fence ist complete. Jetzt schon? Wow. Guckt euch das mal an. Der ist schon fertig. Zumindest die Teile hier. Schick, oder? Das ist doch wirklich niedlich. Zumindest ein kleiner Schutz für unsere Siedlung. Wie sieht es eigentlich jetzt aus? Wir haben 6 Fische. Und die ersten Hagebutten kommen. Ach, schön. Rosehip is a fruit of a rose. Plantos. Ja, ein Jelly Sirup. Ja, genau. Das ist lecker. Das müssten tatsächlich, das müssten Hagebutten sein, tatsächlich. Okay, da machen wir mal ein bisschen schneller. Und gucken mal, wie das hier mit den Fischen auch aussieht. Die hängen jetzt hier alle, ne? Genau. Das heißt, hier haben wir noch ein bisschen Platz. Process ist gut. Also ich vermute, der braucht ungefähr 1 bis 2 Tage. Und dann sind die Fische getrocknet. 13 Fische haben wir jetzt dran hängen. Genau. Das passt so ganz grob jetzt mittlerweile. Wie sieht es denn mit unseren Bauten aus? Unser Haus ist hier auch fast fertig. Unser Zaun ist fertig. Und er ist auch fast durch. Dann würde ich sagen, gehen wir noch mal ein bisschen schneller. Lassen das mal ein bisschen schneller laufen. Ich bin gespannt, was man mit dem Ofen machen kann. Ich vermute noch nicht ganz so viel. Ah, hier sind jetzt unsere Reserveseile fertig. Und da ist gleich unser Strohhaus. Dann gucken wir, was wir noch bauen können. Beziehungsweise, ich würde sagen, was haben wir denn? Wir haben ja auch... Geh mal in die
ins, wie mach mal langsamer. Wir haben ja 219. Komm, wir ziehen hier den, wir ziehen dieses Ding hier einmal durch. Von der Verteidigung, diesen ganz einfachen Zaun. Wir ziehen das hier einmal um unsere Siedlung rum. So. Ah, das war ein bisschen zu weit. Wir fangen mal hier an. Am Stein. So. Hier rum. Und dann bauen wir den einfach mal nach da. Ich weiß gar nicht, wo ist der andere? Der endet da, ne? Genau. Hier bauen wir den mal nach. Dann lassen wir das mal offen. Als Ausgang und Eingang. Dann bauen wir da noch ein Stückchen. Sehr schön. Dann haben wir hier jetzt einen kleinen Zaun. Hier muss noch ein bisschen was abgeholzt werden. Und dann lassen wir das mal laufen. Dann hoffen wir mal, dass auch unser Haus hier bald fertig ist. Hier ist der Ofen am Bauen. Die Fische brauchen auch noch einen Tag. Jetzt wird es langsam Nacht. Ich bin ja mal gespannt, wenn das Ding fertig ist, ob wir dann da tatsächlich in der Lage sind, irgendwas drin zu machen, zu kochen oder sowas. Aber es läuft ja momentan unter Dekoration. Und auch der Zaun wächst und gedeiht. Können wir eigentlich auch, das weiß ich jetzt tatsächlich gar nicht, auch richtige... richtige Bäume abholzen. Wir können ja mal gucken im Storage, was wir haben. Wir haben hier Logs. Ja, ich vermute, das ist irgendwie sowas wie der, dass das irgendwas damit zu tun hat. Müsste also gehen, aber dazu brauchen wir erst die entsprechenden Werkzeuge. Aber jetzt sind wir hier bei dem Storage. Ich weiß gar nicht, ob das eventuell anzeigt. Ja. Genau. Die verderben. Die Dinger. Die werden schlecht und verderben. Das sieht man. Hier fliegen rum. Das dampft schon. Und hier zählt so ein. Hier zählt so ein Percentage Modifier hoch. Das heißt, beziehungsweise dieses braune Ding hoch. Das heißt, das Zeug verdirbt uns gerade. Das wird schlecht und ist dann im Prinzip, ja, bald weg. Und dann haben wir keine Früchte mehr. Dann können wir uns nur noch von unseren, wo haben wir's? Von unseren Sachen ernähren. Aber Hagebutten sind ja auch schon drin. Das heißt, wir haben jetzt den 1:1 Übergang. Früchte im Frühling, Hagebutten im Sommer und ich vermute, die Pilze gibt es dann im Herbst. Und da müssen wir im Herbst auf jeden Fall ganz viel Pilze und Fische fangen, damit wir über den Winter kommen, denn da wird es mit Sicherheit nichts geben. Ach, schade, die müssen immer noch nicht schlafen, weil das Haus ist noch nicht ganz fertig. Na gut, dann gehen wir mal auf volle Geschwindigkeit, dass der Tag morgen wieder anfängt und die Sonne wieder aufgeht. Game Save, das ist lieb von dir. Ey, wir würden ja schon gerne noch unseren fertigen Zaun sehen. Und unser Haus und unseren Ofen. Das möchten wir auf jeden Fall noch sehen, wie es fertig wird. In unserer antiken Siedlung. Hier wird jetzt noch weiter das Gras gemacht. Was machst du eigentlich? Was wir uns nochmal angucken können, wir gehen mal auf normale Geschwindigkeit. Wir gucken mal den Fischern zu. Wie er fischt. Ein Ofen. Jetzt gucken wir aber erstmal dem Typen hier zu. Ach, guck mal, sind das Fische, die da unten drin schwimmen? Das kann sein, ne? Na gut, okay, dann gehen wir mal zum Ofen und schauen mal, ob der irgendwas Tolles kann. Nee,
Der ist tatsächlich einfach nur da. Also das ist momentan wirklich einfach nur ein dekoratives Objekt. Das finde ich tatsächlich ein bisschen schade. Da hätten sie ein bisschen mehr machen können. Und wie sieht es denn jetzt aus? Wir haben 36 Dried Fish. Ist der jetzt schlecht geworden oder haben sie den... Ist der fertig und haben den schon aufgegessen? Okay, Fragen über Fragen. Man weiß es nicht. Aber unser Zaun ist fertig. Und ich würde sagen, das ist dann auch das offizielle Ende. Na? So. Machen wir nochmal ein kleines Foto von unserer wunderschönen Siedlung. Und das ist dann auch das offizielle Ende dieses Angespiels. Ich kann das Spiel wirklich empfehlen. Mir gefällt es sehr gut. Innocent Cities gibt es gerade bei Steam. Ist gerade heute rausgekommen. Und ihr baut damit, wie gesagt, eine antike Stadt in einer wirklich wunderschönen Grafik. Early Access Game. Noch früher Status. Das, was funktioniert, funktioniert in meinen Augen sehr gut. Auch hier wieder ein sehr gutes Beispiel von einem Spiel, das lieber Funktionen weglässt und die drinne sind, dafür vernünftig umsetzt. Ganz toll. Ich denke, auch hier können wir hoffentlich Großes erwarten. Und vielen Dank, dass ihr dieses Video geguckt habt. Macht's gut. Vielleicht bis zum nächsten Mal Livestream Let's Play, wenn es euch gefallen hat. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao.